Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Wir haben ja schon wieder Alarme ausgelöst. Die Folge geht noch nicht mal 5 Sekunden. Ach ja, es wird immer schwieriger, ich werde immer schlechter. Das ist irgendwie keine gute Kombination, würde ich mal behaupten. Ist gut, beruhig dich da unten. Warum warst du denn jetzt gerade komplett hoch? Wir haben doch schon ein paar Sekunden gewartet. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal in den Automaten da unten. Ich glaube, der sieht uns hier so ein bisschen. Aber es ist jetzt natürlich die Frage, wie wir das am besten anstellen. Eigentlich wäre es cool, wenn wir uns hier Dampf hinlegen. Nebelschleier, aber wir treffen von hier nicht. So, so hat es geklappt. Runter mit dir. Dann dürfte er uns doch auch hinter dem Nebel nicht sehen. Was haben wir hier? Einer geht aufs Haus. Mehr als einer. Und wir recyceln noch ein bisschen. Und dann... Ah! Dann sind wir schon wieder reiche. Ein reicher Mudokon. Ah, ich will das letzte noch. Könnte knapp werden. Schnell! Schnell! Spring doch! Er ist nicht gesprungen. Ich habe gedrückt ohne Ende. Schweinerei. Ach, und schon wieder Alarm ausgelöst. Können wir dagegen springen? Ja, wir laufen dran vorbei. Aber eigentlich ist ja, wenn wir Alarm auslösen, auch hier oben so ein Ding. Ich finde es komisch, dass dieser Dampf grün leuchtet. Ich denke die ganze Zeit, ich habe eine Gebräuflasche in der Hand. Müssen wir mal gucken. Ja, unten hat sich soweit beruhigt. Da vorne ist er auf jeden Fall, ich dachte eigentlich ein Stück weiter gelaufen, aber wir warten mal noch kurz, dass wir hier auf jeden Fall leicht mal schaffen, ein Level zu beenden, ohne zu sterben. Ich glaube zwar noch nicht wirklich dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Zum Glück nicht gehört. Und ganz schnell wieder weg. Ja, das passt. Gerade so geschafft. Tank 20, Ausgang. Ein Checkpoint. Wir müssen wieder ein bisschen was bezahlen. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So wird man halt auch angehalten, wirklich alles zu durchsuchen. Was haben wir denn? Wir haben 21 Angestellte, 6 Verluste, 5 Geflüchtete. Nur 2 Securities sind gestorben. Oder verloren gegangen. Ja, kann ja auch sein, dass die sich einfach verpisst haben. Ich glaube, wir sind mittlerweile voll mit den ganzen Flaschen. Ich weiß nicht, warum uns das Spiel auf einmal so viel Gebräuflaschen schenkt. Ich habe irgendwie Schiss, dass ich irgendwas übersehe, dass ich mit den Dingern hier viel einfacher durchkommen würde. Aber fragt mich nicht wie, wir haben halt keine Fackeln, wir können das nicht entzünden. Wir können uns halt auch nichts herstellen. Wir können halt Gebräuflasche, also wir können die Nebelschleier, na gut, wir können die Nebelschleier aus den Gebräuflaschen, okay. Dann macht's Sinn. Was für ein komisches Geräusch. Entschuldigung, das musste kurz sein. So, er läuft doch hoffentlich nicht so weit vor. Nö, das haut hin. Jetzt müssen wir halt mal gucken, was wir hier am besten anstellen. Das Ding werfen und dann über ihn drüber springen, oder? Wie ist das gedacht? Also eigentlich idealerweise so weit vorwerfen wie möglich. Ah ne, er läuft dann einfach an uns vorbei. Okay. Müssen wir uns aber auf jeden Fall beeilen. Ich glaube aber, der hört nichts. Der hat keine Ohren, der Typ. Ah. Wow, 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 wow. War schon wieder eine ganz schön knappe Geschichte. Und es geht weiter zur Station 3, zur Tankreihe 3. Wir kämpfen uns immer weiter durch. Like all
got burned alive, and now we'll be paying more for tasty meat treats. Stay tuned for more. Ich wollte jetzt mal nicht dazwischen quatschen, deswegen war ich ein bisschen ruhig. Der Bug ist auch hier noch. Es gibt wieder leere Flaschen und Waschmittel, also wir werden den Dampf wahrscheinlich in nächster Zeit öfter mal brauchen. Oh, was haben wir jetzt? Batterie. Zustellung zur Herstellung eines Items. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Geld ausgegeben. Ich habe hier einfach wieder wie wild drauf rumgekloppt, weil ich dachte, wir recyceln irgendwas. Ich würde gern mal wieder chanten können. Mittlerweile gibt es überall die Dinger. Wir haben gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen damit. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich. Das hat nämlich am meisten Spaß gemacht, weil es am einfachsten war. Aber das Spiel nimmt uns den Spaß. Nochmal. Na, wie weit kommst denn du rüber? Ey, geh mal weg. Kann auch diesen machen. Aber wir sind eh komplett voll. Also schnell hier rüber, Tür wieder zu. Und wir sind sicher. Mal gucken, ob hier wieder so viel... Ja, ist alles voller Bräuflaschen. Ich mach die trotzdem mal kaputt. Nicht, dass ich... Ey, cool. Ja, komm. Bam. Oh, es hat sogar wehgetan. Mist. Nicht, dass vielleicht doch mal irgendwo noch eine andere Flasche oder so drin ist, aber leider nicht der Fall. Und dann sind wir in Tank Nummer 30 oder 3D. Eigentlich waren wir in der 2 oder waren wir in der 20? Ich weiß es nicht. Wir sind in einem weiteren Tank. Irgendwie mag ich die Viecher hier oben nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ah. Dass das funktioniert hat, ist ein Wunder. Sonst ist das Spiel gar nicht auf meiner Seite, was so ein bisschen Glück angeht. So, ihr schrubbt alle fleißig. Das macht ihr ordentlich. Aber nicht immer nur die gleiche Stelle schrubben, ne? Also itemtechnisch wären wir aktuell wirklich zu geschissen. Wir sind irgendwie mit allem voll. Aber ich möchte trotzdem reingucken. Na gut, so, dann kommt ihr mal alle mit. Wir gehen mal hier runter. Ach ja, wir lassen uns mal eben grillen. Ich wollte wieder zu schnell sein, wie es manchmal so ist. So, hier brauchen wir nicht nochmal reingucken, hier haben wir alles. Aber entweder hört das Vieh da unten doch was, aber aus irgendeinem Grund... wurde es ausgelöst, der Alarm oben. So, dann werfen wir jetzt erstmal... Das wird ja wieder zu knapp. Schnell hierher. Nein, komm mit, komm mit, komm mit. Ach Mann, ich stelle mich aber auch manchmal ein bisschen doof an. Seht ihr alle im Nebel? Ja. Zack und Schritt weiter vor. Reicht noch nicht. Wir müssen noch weiter vor. Schnell. Und rennen. Jawohl. Komm runter. Kommt runter. Seid ihr doof? Da soll mal einer sagen, ich gebe mir keine Mühe beim Retten, wenn die sich selber so doof anstellen. Stellt euch mal vor, da wäre ein normaler Slick gewesen, der hätte die schon wieder alle abgeballert. Die einfach blöd da oben stehen bleiben, obwohl ich schon eine Etage tiefer bin. Hier ist wieder so ein Ding, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ja, die Kamera wechselt. Aber die haben wir jetzt erstmal... ausgeschalten. Ich würde trotzdem nochmal hier was hinwerfen und hier. Wir haben ja genug davon. So viel zum Thema. Wir haben genug davon. Ja, wir können uns genügend herstellen. So. Na, nicht verstecken. Aber hier ist nirgendwo was drin. Wirf doch. Ja, jetzt wechsel zu einem anderen Item, wenn ich dich brauche. Dieses Spiel macht mich langsam verrückt. Warum hatten wir jetzt eine Gebräuflasche in der Hand? Vielleicht, weil wir eine gefunden haben. Ach. Wirf. War meine Schuld, ja. Gebe ich zu. Jetzt kriegen wir den hier aber nicht mehr weg und das ist eigentlich richtig ungünstig. Ich werfe jetzt einfach mal alles voll mit Nebel, dass wir die Taste hier drücken können.
Wir müssen auch ständig Neues werfen, weil der Nebel verschwindet. Die haben sich immer noch nicht beruhigt, ne? Nee. Sache ist, dass die wieder nicht so schnell nachkommen wie ich selber. Das heißt, wir können zwar hier hoch. Ich hab doch geworfen. Oh. Ich glaube, wir waren einfach schon wieder leer, was die Flaschen angeht, ne? Jetzt sind wir natürlich... So, wir machen jetzt noch mal welche. Dann, einmal hier, das hier. Nein, wir haben wieder Gebräuflaschen in der Hand. Dieses Spiel. Ich reg mich gerade nicht auf, aber das ist doch nicht normal. So, das haben wir. Wir müssen einmal hier hinter, wir werfen das. Eigentlich ist es so einfach, aber... Man verdrückt sich einmal oder schätzt einmal die Zeit falsch ein. Und man ist halt einfach völlig am Arsch. Jetzt habe ich hier vorne die Dinger wieder nicht durchgeguckt. Wir werfen jetzt nochmal hier so ein Ding hin, dass ich das nochmal in Ruhe durchgucken kann. Wir brauchen die Mulas natürlich, weil wir bestimmt früher oder später dann wieder nicht weiterkommen. Ich werfe jetzt einfach nochmal vorsichtshalber. War vielleicht gar nicht so verkehrt. So, hoch mit dir. Hier eine hinwerfen. Kommt ihr mal bitte nach. Danke. Wir werfen gleich noch eine. Warum wird's jetzt... Was war das? Sind wir zu lange im Dampf? Jetzt ist der Typ natürlich wieder aggro. Sterben bestimmt gleich wieder. Nein, wirf. Hoch mit dir oder runter, was auch immer. Mach das schnell. Da war links noch eine Plattform, da wäre ich eigentlich gerne einmal hingegangen. Bin mir nicht sicher, ob da noch was war. Wir müssen noch mal eben kurz hoch, Entschuldigung. Ihr bleibt jetzt mal hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben wieder nichts mehr. Oh, wir haben kaum noch was. Sage ich die ganze Zeit, wir haben viel zu viele Items aktuell. So, lass den dort jetzt. Ich möchte einfach nur kurz hier rüberspringen. Ja, wir haben alle Mudokons verloren. So viel Pech muss man erstmal haben. So, du siehst mich dort nicht. Aber er hat auch gerade irgendwie gar keine Lust, sich rumzudrehen. Aber anscheinend sieht er uns doch ein bisschen, weil die Skala oben die ganze Zeit wieder voll geht. Aber die wird auch nicht weniger. Na, Das war natürlich die letzte, die wir haben. Nein. Ja, aber vielleicht ist es auch besser so. Dann können wir die Mudokons noch... Ah, wir brauchen sie nicht retten. Wir können hier unten bleiben. Egal, wir scheißen jetzt einfach mal auf die paar Schließfächer. Also Gebräuflaschen haben wir genug, aber an Waschmittel wird es langsam ein bisschen eng, ne? Vielleicht gibt es ja hier... Nein, nicht dort. Hier Waschmittel. Ja, es gibt Waschmittel. Und noch mehr Waschmittel, sehr gut. Er hört das halt auch einfach, wenn wir diese Mülleimer aufmachen. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich... diese zwei Schritte bis zum nächsten Eimer nicht geschlichen bin. Wieso wurdest du denn jetzt gesehen? Weil die wieder zu langsam sind. So, recyceln. Wir recyceln. Nicht dort. Dann gucken wir uns die Schließfächer an. Hier gibt's was. Hier gibt's was. Ich glaube, ich müsste die einfach öfter warten lassen. Und das war's schon wieder. Aber nur einer. Und auch nur gefesselt. Möchten sie nicht umbringen, weil die sollen weiter schrubben. Können wir den... wir können ihn wieder befreien. Sehr gut. Schnell alle hier rein. Aber sie schlafen nur. Können sie bestimmt wieder aufwecken. Nein, können wir nicht. Vielleicht wachen sie ja von alleine wieder auf. Machen sie, sehr gut. Versteckt euch, los. Wir warten jetzt nochmal, bis der Typ wieder da ist. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen taktischer und ruhiger an die Geschichte rangehen. Es tut mir sehr leid.
Aber wir kommen ja trotzdem voran. Komm, rüber mit dir. So, wir hatten hier die Kamera. Werf jetzt vorsichtshalber noch eins, falls das andere gleich aufhört mit Dampfen. So, dann haut das hin und dann können wir hier hoch. Drücken hier drauf. Slickstäbe. Wenn ein Slick neben einem Stab steht, kann er ihn hochklettern, indem du genau diese Tasten drückst. Ich glaube, da wird es mal Zeit für einen Patch. So, I've been thinking, when we get out of here, we should start a band. Ist dieses blaue Ding da hinten mit Stab gemeint? Warum kommt denn der andere da nicht runter? Der ist jetzt gleich tot. Ich glaube, er wurde gerade gegrillt. Ja, aber was soll ich denn da machen, also? Also er geht schon mal von alleine hoch. Jetzt ist er da oben, aber was uns das jetzt gerade erstmal so gebracht hat, keine Ahnung. Wir haben zumindest Ruhe vor. Okay, er hat ihn glücklicherweise nur gefesselt. Und er kommt wieder runter und jetzt hoch mit dir. Ja, und jetzt freu dich nicht so lange. Er kommt einfach nicht mit hoch. Es ist egal, was ich mache. Ich kann es nicht ändern. So, jetzt schläft er. Ah, toll, der kommt jetzt die ganze Zeit uns nach. Müssen wir doch erstmal hier oben warten. Jetzt hat er ihn gefesselt, so wie es klang. Ich weiß halt auch nicht, welche Taste ich drücken soll. Aber das Ding hier geht ja nicht auf, ne? Nö. Kommt mit hoch. Die beiden hören wenigstens auf mich. Naja gut, also was können wir machen? Wir können den Slick dazu bewegen, den Stab hier hoch zu klettern. Aber das war's halt auch. Ich komme mit dem Chanting nicht hoch. Wir müssen aber irgendwie diese Tür aufkriegen. Nein! Kommt jetzt einer nach. Jetzt fiel mir gerade ein, wir hätten den ja auch schon hier unten chanten können. Ach, das wäre alles so viel einfacher gewesen. Und laufen jetzt mit ihm hier hoch, genau. Dann können wir bestimmt irgendeinen Hebel umlegen. Oder einen Taster drücken. Und die Tür ist offen. Das ist schon mal sehr gut. So. Ja. Bleibt oben. Ich bin aber auch manchmal echt ein bisschen dumm. Gut, wir haben bis auf eine Alemudo-Kunst verloren. Es tut mir wirklich leid. Es ist keine Absicht. Aber spiel's wirklich erstmal selber. Es ist nicht so einfach. Wir gehen mit ihm jetzt mal hier rüber. Vielleicht können wir ja ein paar Gegner erledigen. Oder hier, wir befreien ihn. Geht leider nicht. Können wir uns selber abschießen? Können wir bestimmt, aber ich möchte es nicht probieren. Komm, wenigstens ein. Hoffentlich gibt es am Ende nicht so eine Gesamtbewertung, die dann sagt, du bist der schlechteste Ape aller Zeiten. Das hoffe ich doch sehr. So, mach das Ding auf und fort hier. Kostenlos. Einer geht aufs Haus. Vielen Dank. Wir kriegen noch ein paar Flaschen und Waschmittel. Aber mülleimertechnisch sieht es schon mal gar nicht so verkehrt aus, also werden wir uns sehr wahrscheinlich langsam dem Ende nähern. Wir machen auf. Dampf ist zum Glück schon von alleine da. Wenn wir hier stehen, können wir noch chanten. Wird auch sofort gehört und es kommt... Mano. Wo ist denn der? Dann haben wir ihn zumindest gleich gebrutzelt. Jetzt ist wieder Alarmstufe hoch. Und ohne den wäre es wieder um einiges einfacher geworden. Naja. Was möchte man machen?
machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Wir sind leider nicht unbedingt groß weitergekommen. Ich gebe mir definitiv mehr Mühe in den nächsten Folgen. Mal gucken, was es wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.